He-Man, Tal der Macht! Ich bin Eden, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. Fang ihn, Cringer. Zeig ihm, wer hier der Herr ist. Na warte, dem werde ich es jetzt aber richtig geben. Und so hat He-Man ganz alleine die Sanddämonen verjagt und das Dorf Kethene gerettet. Oh, ich hätte das ja so gerne selbst miterlebt. Ja, ja. Oh, Farron, bist du verärgert? Du redest die ganze Zeit nur über He-Man. Aber natürlich liegt das denn nicht auf der Hand. Ich würde so gern mehr über ihn wissen. Woher er kommt, was er tut. Es hat ihn noch niemand gesehen, wenn nicht irgendwo jemand in Gefahr war. Wahrscheinlich kann er sich in einen ganz normalen Menschen verwandeln. Er könnte hier ganz in der Nähe sein, ohne dass wir es wissen. Ja, natürlich, das wäre toll. Aber Farron, du bist ja eifersüchtig. Nein, das bin ich nicht. Aber würdest du mich lieber mögen, wenn ich He-Man wäre? Aha, also doch. Du bist eifersüchtig. Warum gibst du es nicht einfach zu? Jetzt geh bitte runter zum Fluss und hol Wasser. Vielleicht kühlt dich das ab. Und hör auf, dich mit He-Man zu vergleichen. Mit dem kannst du niemals konkurrieren. Ich weiß, das ist ja das Problem. Komm mit, Omi. Hey, sag mal, wo steckst du denn? Na, warte, jetzt krieg ich dich aber. Ich finde, das sieht hier irgendwie nach einem Nest aus. Aber was für ein Nest mag das sein? Ein Riesenvogel, ein Korduck oder ein... Hilfe, ein Shrieker! Ich denke, es wird Zeit, dass wir zum Palast zurückfahren. Wo ist Cringer? Keine Ahnung, er ist schon lange weg. Hoffentlich hat er sich nicht im Wald verlaufen. Adam! Er hatte sich doch im Wald verlaufen. Ein Schrieker! Das Mädchen, hol schnell Hilfe! Ich komme hier schon allein zurecht. Ein paar Warnschüsse werden ihn sicher ablenken. Hey, du! Findest du es fair, ein wehrloses Kind anzugreifen? Ich bin Orko. Keine Angst, alles wird gut. Hilfe! Siehst du, wie ich gesagt habe? Kein Grund zur Aufregung. Jetzt sind wir weit genug weg. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft!
Oh nein, ein Shrieker, Kareel! Ich fürchte, wir sind verloren. Noch nicht ganz, Tila. Oh, da kommt He-Man! Toll! Omi, hast du das gesehen? Ich weiß, dass du nur dein Nest verteidigen wolltest, aber jetzt musst du wieder vernünftig sein. He-Man bringt den Shrieker in sein Nest. Ich begleite sie lieber. Oh, er ist fantastisch. Schade, dass nicht mehr Männer so wie He-Man sind. Damit meint sie natürlich mich. Warte mal, Kareel glaubt doch, dass er sich verwandelt. Es könnte also jeder sein. Dann spricht doch nichts dagegen, dass ich es sein könnte. Oder zumindest könnte ich Kareel glauben lassen, dass ich in Wirklichkeit He-Man bin. Komm, Omi, ich habe eine tolle Idee. Bist du bereit? Ich bin bereit, He-Man. Gut gemacht. Bis er wieder im Nest ist, hat er sich so weit beruhigt, dass er weiter Winterschlaf halten kann. Komm jetzt zurück zum Palast. Du bist also neu hier. Du wirst dich schnell an alles gewöhnen. Hier sitzen die gefährlichsten Verbrecher von ganz Eternia ein. Mangor der Schreckliche, Quix der Verwandlungskünstler. Und wer ist hier drin? Sein Name ist Gale Nycroft, ein Wissenschaftler. Zumindest war er das, bis er versuchte, durch Gedankenkontrolle die Macht über Eternia an sich zu reißen. Doch er wurde geschnappt und verurteilt. Ist er gefährlich? Nein, nicht solange man ihn von seinen Reagenzgläsern fernhält. An deiner Stelle wäre ich gar nicht so sicher, mein Freund. Große Worte. Komm, ich zeig dir jetzt noch unsere anderen Gäste. Große Worte, meinst du? Das werden wir ja gleich sehen. So, das ist das letzte Stück, das noch fehlte. Sehr gut. Noch ein paar Korrekturen und ich werde durch diesen Apparat die stärkste Macht des Bösen sein, die Eternia je gesehen hat. Farron! Farron, wo bleibst du denn nur? Hier bin ich. Das wird aber auch Zeit. Du hast was Aufregendes verpasst. He-Man war hier. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen? Ach, ich hab mich verlaufen. Aber du gehst doch schon seit so vielen Jahren in den Wald. Du kennst ihn doch wie deine... Kareel! Farron! Stan, was ist denn? Ist was passiert? Wir müssen sofort verschwinden. In der Kristallhöhle ist ein Dragosaurier. Ein Dragosaurier? Wirklich? Hast du ihn gesehen? Nein, aber man kann ihn kilometerweit hören. Kommt schnell! Ach, geht ihr beiden schon mal vor. Ich hab hier noch was zu erledigen. Wiedersehen. Farron! Farron, wo gehst du denn hin? Das ist aber sehr merkwürdig. Ich werde ihm lieber folgen. Mann, bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ich verhungere. Jetzt hole ich mir erstmal ein schönes Mittagessen, dann noch ein Mittagessen, dann ein Abendessen und dann ein Frühstück. Warum hast du es denn so eilig? In der Kristallhöhle hält sich ein Dragosaurier auf. Das muss ich dem König melden. Ich habe keine Zeit, um Cringer zu suchen. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Und ab in die Kristallhöhle! Und jetzt werde ich Ihnen zeigen, dass man Modulok nicht einfach einsperren kann. Ja.
merkwürdig. Solche Dragosaurierlaute habe ich noch nie gehört. Seltsam. Und ich sehe auch keinen Saurier. Mal sehen, ob ich hier etwas finde. He-Man ist in der Höhle und Kyriel wird jetzt gleich denken, dass ich mich in He-Man verwandle. Karen, nein, tu das nicht, der Dragosaurier! Das war der erste Teil, Omi. Und gleich folgt der zweite. Es ist nichts. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Ich würde gerne rausfinden, was es ist. He-Man, aber wo ist Farron? Ich habe ihn doch gerade hineingehen sehen. Oh nein, He-Man. Er hat sich in Farron verwandelt. Ich meine, Farron hat sich in He-Man verwandelt. Ich hatte recht. He-Man kann sich verwandeln. Farron ist He-Man. Warum nimmst du mich nicht in deine Bande auf? Weil du ein lausiger Wissenschaftler warst, könntest du auch ein lausiger Gauner sein. Zeige mir erstmal, was du kannst, dann reden wir vielleicht noch einmal darüber. Ich muss eine Möglichkeit finden, um Skeletor zu überzeugen. Na, gibst du es endlich zu? Was denn? Gib zu, dass du He-Man bist. Was höre ich da? Du gehst weg, um Wasser zu holen und es erscheint He-Man und kämpft gegen den Shrieker. Du gehst in eine Höhle hinein und He-Man kommt heraus. Das Geheimnis der Identität von He-Man. Daran habe ich doch gar nicht gedacht. Sollte das wahr sein? Also gib es schon zu. Du bist in Wirklichkeit He-Man. Hab ich recht? Also gut, ich gebe es zu. Ich bin He-Man. Das heißt, ich verwandle mich in He-Man, wenn Gefahr droht. Aber du musst mein Geheimnis für dich behalten. Na, wie findest du mich jetzt, wo du weißt, wer ich bin? Ich werde dir sagen, was ich finde. Ich finde, dass du jetzt mein Gefangener bist. Schnell, Kyriel, hol Hilfe, schnell! Ich lasse sie nur weg, weil weder sie noch sonst jemand etwas tun kann, solange ich den mächtigen He-Man gefangen habe. So ein Glück. So hören Sie doch zu. Ich muss die königliche Familie sprechen. Tut mir leid, aber ohne Genehmigung... Wache, sie hat die Genehmigung. Ich rede mit ihr. Ja, Euer Hoheit. Was kann ich für dich tun? Es geht um He-Man. Er ist in schrecklicher Gefahr. Ach ja? Und woher weißt du das? Ich weiß es ganz sicher, dass er in Gefahr ist, denn ich weiß nämlich, wer He-Man wirklich ist. Oje, oje! Wie meinst du das, wer er wirklich ist? Er hat mir das Geheimnis anvertraut, wer er ist. Wer sagt das? He-Man! Natürlich war er nicht He-Man, als er das gesagt hat. Er verwandelt sich nur bei Gefahr in He-Man. Wer macht das? Wenn ich irgendjemanden trauen kann, dann ist es die königliche Familie. Also ich sag es euch. He-Man ist in Wirklichkeit mein Freund Farron. Er hatte mir gerade sein Geheimnis verraten. Da kam ein furchtbarer Mann mit drei Beinen und hat ihn gefangen. Galen Nycroft. Er ist aus dem Gefängnis geflohen. Jetzt ist er ein Monster und nennt sich Morduloch. Kannst du He-Man helfen? Nicht dich selbst. Aber ich kenne jemanden, der es kann. Warte hier. Sag mal, Adam, was machen wir denn jetzt? Es ist doch klar, dass Morduloch hinter He-Man her ist. Also soll er auch bekommen, was er will. Also warum frage ich ihn sowas überhaupt noch? Bei der Macht von Grayskull! He-Man, ich meine Farron, du bist ihm entkommen? Ich fürchte nein. Adam hat mir die ganze Geschichte erzählt. Ich denke, dein Freund Farron sitzt ziemlich in der Klemme. Du wirst es bitter bereuen, wenn du nicht mitspielst, Farron. Verwandle dich jetzt sofort in He-Man. Hör doch mal, die Sache ist so... Schweig! Du denkst wohl, ich würde dich nicht Skeletor übergeben, wenn du dich nicht in He-Man verwandelst. Aber du irrst dich. Du wirst schon bald zu He-Man werden. Und die Energiehandschellen hindern dich daran, etwas gegen dich zu unternehmen.
Ja, ich zwinge dich, He-Man zu werden. Und glaube mir, es wird dir bestimmt nicht gefallen. Wie komme ich nur jemals wieder hier raus? Omni, bin ich froh, dass du hier bist. Du musst Hilfe holen. Hol He-Man. Nein, 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 nicht mich. Ich meine den richtigen He-Man. Mach schnell. Gut, Omni, beeil dich. Die Tür. Das ist die Gelegenheit. Oh je. Willkommen, He-Man. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe einen Spielkameraden für dich. Er ist zwar eigentlich kein Gegner für dich, aber du musst He-Man werden, um ihn zu bezwingen. Aber du machst einen großen Fehler. Ich bin nicht He-Man. Doch, du bist es. Du hast es doch selbst gesagt. Außerdem merke dir eins, ich mache keine Fehler. Hier war es. Hier habe ich Farron zum letzten Mal gesehen. Die Frage ist nur, wo ist er jetzt? Da ist Omni, Farrons Omiran. Vielleicht weiß er, wo Modulok Farron gefangen hält. Omni, ich fürchte, da passen wir nicht durch. Gibt es noch einen anderen Eingang? Aber wie können wir Farron dann helfen? Meinst du nicht, dass wir lieber erstmal über alles reden sollten? Also nicht. Lange wirst du ihm nicht mehr ausweichen können, also verwandle dich endlich. Ich werde nur in Skeletas Bande aufgenommen, wenn ich ihm He-Man ausliefere. Und das werde ich. Also los, tu es endlich. Ich will He-Man. Du willst He-Man? Hier bin ich! Aber, das verstehe ich nicht. Du, er, Siehst du, ich hab doch gesagt, dass ich nicht He-Man bin. Schweig! Das spielt keine Rolle. Skeletor will He-Man und er wird He-Man auch bekommen. Reifer, pack ihn, damit ich ihm Energiehandschellen anlegen kann. Sei vorsichtig, He-Man. Er ist sehr stark. Keine Sorge, Farron. Kraft alleine ist nicht alles. Das werden wir erst noch sehen. Pack ihn! Nicht, du Idiot! Ihn! Komm her, Greifer! Es tut doch überhaupt nicht weh! Ich kann gar nicht hinsehen! Alter, das ist nicht fair! Er ist stärker als du und auch viel größer! Er muss dich besiegen! Du irrst, Modulok! Deshalb hast du verloren! Klugheit und Geschicklichkeit sind brutaler Kraft immer überlegen! Als du noch Wissenschaftler warst, hast du das immer berücksichtigt! Das tue ich auch jetzt noch, He-Man! Ich bin immer noch zu schlau für deinesgleichen! Mein Jet-Thron bringt mich weit fort, bevor du irgendetwas unternehmen kannst! Er flieht! Wir müssen was tun! Mach schnell, Omni! Stell die Weiche! Diese miese Kreatur hat die Weiche verstellt. Ich könnte es ertragen, dass mich He-Man besiegt. Ich könnte es genauso ertragen, dass mich der Junge besiegt. Aber du, das halte ich nicht aus. Sobald wir im Palast sind, schicken wir die königliche Wache, um Modulok zu holen. Aber dieses Mal kommt er bestimmt in eine Hochsicherheitszelle. Ich bin froh, dass ich wieder nach Hause kann. Ich auch. Dann erzähle ich allen, wie ich He-Man geholfen habe, Modulok zu besiegen. Naja, wie ich ein bisschen mitgeholfen habe. Farron? Schon gut. Ich geb's ja zu. Ich war derjenige, dem geholfen wurde. Ich werde nie mehr angeben. Das ist gut. Du brauchst nicht so zu tun, als wärst du ein ganz anderer, nur um akzeptiert zu werden, Farron. Viele Leute mögen dich so, wie du bist. Und das gilt auch für mich. Ehrlich? Ganz ehrlich, du brauchst nicht He-Man zu sein. Nur du selbst. Ja, ich glaube, es kommt auch überhaupt nicht darauf an, wer He-Man in Wirklichkeit ist. Solange er zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird.
Farron hat heute bestimmt eine Menge über den Unterschied zwischen Angeben und Lügen gelernt. Jeder macht mal anderen was vor. Aber wenn man das so weit treibt wie Farron, dann nennt man das Lügen. Früher oder später kommt doch heraus, dass man gelogen hat. Und schließlich glaubt einem dann niemand mehr, auch wenn man die Wahrheit sagt. Also denkt daran, sagt immer die Wahrheit und bleibt, wer ihr seid. Oh, oh, meinst du etwa, dass ich nie wieder Battle Cat spielen muss? Nein, im Gegenteil. Tut mir leid. Also, bis bald.